Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Josken Cargo Track Pack. Dieser Mod kam ja vor kurzem im Mod Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch dieses mal genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neuester Mods oder in der Kategorie LKW. Der Autor von dem Mod heißt hier Wolfhex Modding und White Bull Modding. Die Modgröße liegt bei ca. 12,68 MB und ist in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen verfügbar. Das Josken Cargo Track Pack besteht aus drei verschiedenen Sachen. Einmal einen Josken Cargo, das wäre jetzt dieser hier zum Beispiel, einen Silo Space, für halt zum Beispiel Getreide zu laden oder halt Gras zum Beispiel oder Häckselgut und einen Miststreuer für halt Mist auszustreuen. Bei dem Josken Cargo braucht er ca. 6 Slots beim Erstkauf, bei dem Silo Space 4 Slots beim Erstkauf und bei dem Miststreuer ca. 3 Slots beim Erstkauf auf der Konsole. Wenn ihr die Sachen erneut kaufen tut, kosten die euch dann nur einen Slot wieder. Zu finden das Ganze unter Mods und DLCs und da haben wir das schöne Pack. Wir fangen mal hier mal mit dem Cargo Track an. Der Cargo Track kommt daher mit 620 PS, 400 Liter Diesel, davon 60 Liter DEF kann er laden und fährt ca. 80 km/h, wiegt 23,5 Tonnen leer und kostet euch 205.000 Euro. In der Konfiguration habt ihr hier wählbar die Farbwahl. In der Hauptfarbe, wie zum Beispiel von grün auf weiß, von weiß auf gelb oder zum Beispiel in schwarz. Dann haben wir hier aktuell noch die Felgenfarbe wählbar in allen Farben, von silber auf gelb, von gelb zum Beispiel hier auch auf weiß oder halt auch von weiß gerne auch hier in schwarz. Dann kostet euch diese Konfiguration hier circa 208.300 Euro. Dann kommen wir hier zu dem Silo Space. Der Silo Space kann ca. 65.000 Liter laden, wiegt 1,5 Tonnen leer und kostet euch 32.000 Euro. Auch hier wiederum die Hauptfarbe wählbar, von zum Beispiel grün auf weiß, von weiß gerne auch hier auf schwarz. Oder auch zum Beispiel hier in Blau wählbar. Die Designfarbe ist hier auch wählbar. Von zum Beispiel Gelb auf Grün. Von Grün allerdings auch in Weiß. Oder auch hier wählbar in Schwarz. Dann kostet euch diese Konfiguration hier ca. 38.000 Euro. Dieser Silo Space kann im Prinzip alle Sachen laden, die unten hier aufgeführt werden in der Liste. Wie zum Beispiel halt Getreide, also Weizen, Gerste, Hafer, Mais, Sonnenblumen, Sojabohnen, Raps, Hirse und Co. Wiederum auch Kartoffeln, Zuckerrüben, Gras, Heu, Stroh, Silage, Hackschnitzel, Häckselgut, Mischfutter, Saatgut, Dünger, Mist, Kalk und halt auch hier zum Beispiel Steine oder halt auch Schnee und Streusalz. Dann haben wir hier den Miststreuer, der kann ca. 48.000 Liter laden, wiegt 1,2 Tonnen leer, hat eine Arbeitsbreite von 24 Metern und kann mit ca. 20 km/h euer Mist ausstreuen. Kostenpunkt 45.000 Euro. Auch hier wiederum wählbar in der Konfiguration die Hauptfarbe, von halt zum Beispiel grün auf schwarz, von schwarz zum Beispiel auf gelb, oder auch hier zum Beispiel in Kotte Grün. Mit der Farbwahl kostet euch diese Konfiguration hier ca. 48.000 Euro. Wir wollen das Ganze natürlich auch gerne mal ausprobieren. Ne? Dann switchen wir mal kurz um. Und dann sitzen wir hier in einem Josken Cargo. Das Ganze im Prinzip hier wiederum mit dem Licht. Da fangen wir immer an damit. Ne? Hier haben wir aktuell im Prinzip 5 vorne rechts, 5 vorne links, ne? Dann haben wir natürlich hinten 1 links, 1 rechts, ne?
Hinzu kommt, dass man hier zwei Strahler an der Kabine nach hinten gerichtet habt. Und dann habt ihr hier vorne noch fünf Strahler links und rechts. Dann haben wir aktuell noch die Rundumleuchten, zwei Stück verbaut, ne? Standard halt. Und dann haben wir hier noch Blinker vorne rechts und hinten rechts. Sowohl hinten links als auch vorne links. Und dann würde ich einfach mal sagen, starten wir das Ganze mal. Er hört sich im Prinzip an wie ein normaler LKW, ne? Und hier haben wir aktuell Rückfahrleuchten mit Rückfahrton. Oder halt auch hier die Bremsleuchten dazu. Dann haben wir hier in der Tastenbelegung wählbar L1 und X für den Arm anheben und senken. Und sonst ist alles Standard. Dann fahren wir mal hinter einen Container hier. Dann fahren wir ungefähr jetzt mal so dahin. Senken den Arm, sodass wir den Container laden können. Ja. Als Beispiel. Und dann bekommen wir einen Ankoppeltrigger. Das wäre jetzt hier zum Beispiel X mit ankoppeln. Können wir das Ganze ankoppeln und halt auch auf unsere Plattform ziehen. Jetzt haben wir hier bei dem Silo Space noch folgendermaßen: Wir haben noch natürlich hier noch Licht an der Seite, zum Beispiel vier rechts und vier links, damit man halt auch im Dunkel sehen kann, was da halt so kommt. Hier aktuell mal eine Multikraftstation hingestellt, da können wir halt im Prinzip auch sehen, was wir laden können alles, ne? Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Hirse, Oliven, Sonnenblumen, Soja, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Zuckerrübenschnitzel, Zuckerrohr, Saatgut, Mischration, Futter, Häckselgut, Hackschnitzel, Silage, Gras, Heu und Stroh, Schnee, Streusalz, Mist, Kalk, Schweinefutter, Steine, Mineralfutter, Eisenerz, Mineraldünger und Weizen. Das Eisenerz ist aktuell aber nur wählbar, wenn ihr das DLC dazu habt. Wir laden jetzt zum Beispiel hier einfach mal Weizen ein. Ungefähr mal hier so knapp 16 Tonnen. Da haben wir hier so 16 Tonnen Weizen drinne, ne? Und können das Ganze einfach mal hier in unserem Silo abladen. Wir können auch hier wiederum wählen, entweder halt Befüllung starten, ne, oder halt abladen. Hier wiederum R1 und Dreieck. Ne, dann könnt ihr halt euer Anhänger dann leer machen. Dann fahren wir mal wieder zurück und wollen den Miststreuer gerne mal ausprobieren. Hierzu einfach, wie gesagt, zurückfahren oder halt wieder den Arm senken. Fahren wir mal gerade hier drüber. Hier dann den Container wieder absetzen mit L1 und X. Genau. Und dann können wir den Mischsteuer zum Beispiel laden. Abkoppeln und dann einfach hier vor den Mischsteuer fahren. Das Ganze ist auf jeden Fall interessant gemacht. Dieser Mod kam ja auch im 19er. Und dieser Mod gibt es ja auch in echt. Vielleicht kennen ja ein oder andere diesen Mod hier. Ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Mod. Hier wählbar aktuell jetzt nur Mist. Zum Beispiel jetzt mal mit 20 Tonnen knapp. Ja. Und fahren halt auf unser Feld und streuen da mal den Mist aus. Hier müsst ihr aktuell auch schauen, dass ihr oben auf den Container seid, ne? Und dann L1 und X für aufklappen. L1 und Viereck für anschalten oder L1 und Steuerkreuz nach rechts für die doppelte Menge ausbringen. Wir wählen jetzt einfach mal die einfache Menge, schalten das Ganze an und fahren einfach mal. Wir haben ja aktuell, wie gesagt, mit 20 km/h. Da könnt ihr auf jeden Fall gut Mist streuen damit.
Können wir gerne natürlich schon mal die andere Menge versuchen, die doppelte Menge. Doppelte Menge aktivieren. Ne? Da fahren wir allerdings dann nur 10 km/h. Wobei wir dann anstatt von 50% gehen wir hier auf 100% Düngung mit Mist. Das Ganze ist halt wählbar, wie ihr das am besten haben wollt. Machen wir gerade mal hier zurück wieder. Wie gesagt, einmal hier zu 100% mit der doppelten Menge und hier mit der einfachen Menge mit ca. 50%. Das könnt ihr halt mit dem Josken Cargo, mit dem Mischstreuer halt hier auch mischstreuen. Ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, ein schöner Mod. Und für ca. 13 MB kann man sich den auf jeden Fall mal laden und ausprobieren. Dann sind wir schon leider zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne euer Feedback da. Falls ihr dann noch Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt es mir natürlich bitte unten in die Kommentare. Besucht mich gerne auf meinem Twitch-Kanal oder auf meinem Discord-Kanal. Die Links dazu stehen unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!